Konzentration, das Haus des Urteils. Scheiß die. Weiß ich, wo das ist. Und was hier alles noch so zu finden gibt, was ich ja schon in der Stadt jetzt rumgeeiert bin und trotzdem noch so vieles nicht gefunden habe. Weil auch manche Sachen da oben sind, da musst du die Katze suchen und mit der Katze da hin und her. Ist schon. Wie gesagt, das Spiel an sich ist echt. Ich finde das super, aber das mit den Dämonen finde ich einfach nur nervig. Das hätten sie sich sparen können. Ganz ehrlich. Wandschmieder. Okay. Hier noch irgendwas? Ne, warte mal. Kann man manche Gebäude einfach so reinnehmen? Oh nee, bitte suchen Sie jetzt wieder irgendein verkacktes Gebäude. Hier. Hier. Liegt hier noch irgendwas rum? Was ist das? Geschichte der Hexenprozesse. Oh, da fehlt mir auch immer noch ein Hinweis. Oh nee. Betrete. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird es nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Oh, das Licht an. Guck mal. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Oh, warte, ein Held. Oh, hier ist das Polizeiauto. Oh, oh. Kinderjoy, bitte sei nicht hier. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Na toll. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Okay. Finde das Zimmer mit den beleuchteten Fenstern. Alles klärchen. Ich muss erstmal gucken. Wow. Ich wollte mich hier erstmal entspannt umgucken. So. So, ist vielleicht der Geist von dem Richter noch da? Ich bin jetzt sehr schreckhaft, das tut mir leid. Fehlt heute ein bisschen nur Schlaf. Oh, hier doch, enthülle doch mal. Hallo. Was ist das? Asche zu Asche. Oh nee, jetzt muss ich noch 10 Bücher finden, Katze. Julias Gedanken, Alter, wen interessiert denn das? Wer ist denn Julia? Ich hab den. Ich will, ist das jetzt seine Frau? Das ist schon wieder verdrängt. Hier, warte mal, hier klebt was an der Wand. Was ist das? Infos zum Mörder. Alles klar. Was steht da? Keine Ahnung. Irgendwas hingekritzeltes. Okay. Was ist denn das? Ich brauche echt eine zweite Kamera, Leute. Lass dich nicht stören, ist alles in Ordnung. Jetzt, ich gucke jetzt erstmal die Nebenräume schnell durch, wie irgendwas ist.
So, von was sind wir gekommen? Ja, hier klebt auch noch was an der Wand. Ich sammle mal. Was ist denn? Was sind denn das? Geschichten. Was sind denn das für Geschichten? Ich sehe, wie wir schon wieder verstecken können. Wo geht's mir gerade schon wieder? Oh, hier ist noch was. Ich enthülle. 9 Stück brauche ich noch. Alter, so groß ist doch das Haus gar nicht. Komm ich darüber? Ja, nicht so, ne? Mich jetzt rollen. Hä? Warte, was? Aber ich konnte doch da gerade auf. Ist da noch ein Raum oder nicht? Warte mal. Nichts. Oh. Entschuldigung. Okay, gut, ab zum Licht. Ja. Ich sammle. Ach doch, da steht Gedicht. Huch. Ich sehe. Was ist das? Notizen und Zettel und sowas. Oh, frischer Schafer, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieh, kleine Hexe, so weit du kannst. Das steht da nicht. Heute Nacht freut dich groß Angst. Beide Reiche du sollst verlassen. Und wie andere im Tod verlassen. Kinderjoy! Er wird sie heute noch töten! Was ein Held, Alter. So. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ein Teddy. Persönliche Gegenstände. Katze, siehst du alles? Komm, ja? Willst du die Ermittlung abschließen? Ist in Ordnung. Kannst du machen. Guck mal, 3 Hinweise haben wir schon. Oh, hier sind aber viele Bilder. Na? Was steht da? Opfer und Mordmethoden. Drittes aufgeknüpftes Opfer gefunden. Entdeckt bizarre Aufknüpfung und lassen auf seine schändliche Vergangenheit zurückblicken. Also ist das der Typ, oder? Der Richter, ne? Der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Studon weist Schuld von sich, nachdem er eine Reihe gewaltvoller Morde angeklagt wurde. Warte. Ich warte. Ähnliche Morde. Mehrere Morde. Jahrzehnte auseinander. Merkst du was? Ist das eine Reihe von Nein. Eine Verschwörung? Von Idiot. Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Alter, was ist denn das für ein Kopf? Was war das? Hallo? Ach, wow, doch, die... Alter, erschreck mich doch mal so mit deinen Ohren. Oh, nee. Oh, da habe ich doch schon wieder keinen Bock mehr. Oh, Leute, warum... Oh ne, wieso denn? Oh, Beste! Scheiße, wie weit sind die Viecher weg? Hm?
Scheiße, wo ist denn der Vogel da? Hä? Ich darf nicht zu nah hingehen. Oh ja, genau. Ich verstecke mich in der Matratze. Na komm schon. Wieder hin. Ja, toll. Ich merke mir die Tasten nicht. Tut mir leid, aber. Ich muss so drauf gucken. Ich bin halt immer so aufgeregt. Ach, ich das also. Ich bin da echt so. Hä? Gesehen! Oh nee, bitte nicht! Oh Mutti, lauf, 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 lauf! Wo soll ich mich verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Nein, nein, nein! Ich bin gestorben! Oh bitte, lass mich nicht von vorne anfangen. Ladebildschirm. Oh, ich hasse dich! Ich hasse dich! Der war doch schon tot. Oh, da hab ich doch schon mal geguckt, doch mal, ey. Dreh dich rum, du Idiot. Oh, ey, weißt du. Wer denkt sich denn sowas aus, Mann? Hier hab ich mich versteckt gehabt. Okay. Scheiße, kommt das hier auch hierher? Oh, ich sehe das Vieh gar nicht. Wehe. Okay, ich sehe keinen mehr. Kann ich jetzt mal ein bisschen rumklotzen hier. Oh, hier, was ist das? Oh, hier, guck mal. Oh, ich brauche noch so viele. Alter, so groß ist doch das Kackhaus nicht. Oh, nee. Auf dem Klo, wer macht denn sowas? Ich will hier raus. Na! Ich habe jetzt wieder keine Orientierung mehr. Oh, hier liegt was. Was ist das? Wie hast du gedacht? Warte mal, hier geht es wieder runter. Nee, 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 noch nicht runtergehen. Ich bin noch nicht so weit. Okay, bei dem Piepmatz war mal schon. Geht's wieder runter? Oh, Orientierung, auf Wiedersehen. Okay. Oh, hier ist noch was. Hier. Guckst du hier? Damit. Was sind denn das für komische Geräusche? Ist hier noch lieber? Oh, ach, von hier sind wir gekommen. Mhm. Alles klärchen. Ich bin dann mal wieder im Bilde. Hier waren wir auch schon drin. Genau, nee, jetzt müssen wir. Okay, gehen wir hier wieder runter, alles klar. Wo sind wir denn jetzt gelandet, ey? Huch. Oh, hier ist noch was. Ja. Sieht doch einfach immer mal die falschen Tasten. Guckst du hier? Guck mal, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Bitte lass es so weitergehen. Geschichte Salems. Och, das dauert ja noch ewig, bis ich das mal raus habe, ey. Haut doch nicht immer ab, Freunde. Okay, von da bin ich gekommen, alles klar. So, was ist hier noch Schönes? Oh, fick dich doch einfach. Nee. Nein, tschüss, ich bin da mal weg. Ich
schon? Ich verstehe das nicht. Warum? Was soll denn der Mist? Was soll der Scheiß mit diesen Dämonen hier andauern? Das ist doch kacke. Das ist voll an... Nee. Das nervt mich. Oh, 4 Stück auf einmal. Oh, Alter, ist das dein Ernst? Ja, genau. Und ich kann nirgendwo hier reinschlüpfen in irgendeinen Vogel, ne? Da kann ich nicht weiter. Oh. Du hast mich nicht gesehen, dreht weg. Oh, los, Junge, versteck doch. Komm. Kann ich alle ablenken? Dann kriege ich doch aber... Oh, lauf weiter, Junge, lauf da einfach. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ich weiß nicht wo hier. Toll. Na, wow. Na, jetzt habe ich aber eine Auswahl. Alter, das sind 2 verkackte Dämonen. Wo soll ich mich da verstecken? Ich bin tot, ich bin so tot. Hier, ich bin tot. Heilige. Ich, nee. Oh, ich bin tot, Alter. Ich bin so tot. Ich sehe nicht, wo ich hinrennen soll. Das ist doch kacke. Das sind 4 Stück. Oh, nee, da kriegst du Motten. Ich hab echt schon keinen Bock mehr hier. Da geht alles. Ist gut, Batzi. Ich muss mich nur wie immer aufregen. Guck mal, wie nah die Viecher sind. Oh, ne? Und hier, da hab ich doch jetzt schon gesehen. Oh, nervig oder was? Wie willst denn du das machen? Oh, jetzt hat er mich doch schon wieder gesehen. Und das sind doch gleich alle Beete wieder da, ne? Ist ja nicht nur einer. Nö, 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 nö. Das sind gleich alle Beete. Es sind gleich 2. Na klar, da kommt der dritte noch dazu. Na, leck mich doch am Arsch. Ich bin tot. Oh. Alter, mir vergeht's doch gerade hier. Kann ich hier nicht einfach durchpreschen? Ja, lenk mal ab. Was ist denn hier eigentlich? Du kannst dich hier nirgendwo verstecken. Darf ich das mal erwähnen? Krieg das Kotzen gerade, ehrlich. Bitte nicht rumdrehen, bitte nicht rumdrehen. Oh, ist das ein verfickter Ernst, Alter? Fuck you. Oh, nee. Ich komme doch gar nicht weiter, ohne die zu töten. Oh, ich krieg ja gleich ehrlich die Motten. Hier, mach da einen Scheiß allein. Hier. Lauf doch einfach. Was? Hallo? Ey, Alter. Bitte backen Sie sich jetzt noch fest. Dann bin ich ganz zufrieden. Ja, hast du mich gesehen? Ja, schön, hast du mich gesehen? Ich freue mich. Fick dich doch einfach, ehrlich. Oh, nee, kurz bevor ich unten angekommen bin. Okay, also da muss ich runter, alles klar, wisst Bescheid. Dauert dann nur noch mal 20 Stunden. Oh, nee.
haben mich schon wieder gesehen, ja. Ach, es regt mich echt so oft, ehrlich. Der hat mich gesehen. Oh nee, und ich. Ja, scheiß die Wand an. Alter, mach dich fort. Hier irgendwo hin sich verstecken. Okay, ihn hab ich getötet. Klasse. Freue ich mich. Einer ist tot. Wow. Wow. Guck mal, in dem Raum ist nur der eine, ne? Oh, hat er mich jetzt schon wieder gesehen? Oh, ich hasse dich! Und er ist so langsam. Er ist so mega fucking langsam. Oh, nee. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt reagiert auf das Vieh. Ich lock wahrscheinlich eher noch die anderen zwei Vögel an. Oh, was? Geh doch mal zu dem Piepbatz, Junge. Das langweilt mich. Wow. Hilft ungemein. Ah, das ist... Nee. Ja. Die umleitenden Motten da. Töten. Ich weiß nämlich nicht, wo es jetzt hier noch was zu holen gibt und was nicht. Was soll ich beobachten? Prozesse wurden in diesem Raum abgehalten. Oh, okay, cool. Klasse, freue ich mich. Oder ist er doch der Vogel? Guckst du? Oh, hier wird die aufeinanderhängen, ey. Was soll ich jetzt hier mit beobachten? Plakette der Kolonialstube. Na, alles klar schon. Die Vögel. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt guckt er in meine Richtung. Dreh dich weg. Nö! Oh. Scheiße, hier war ja schon der Raum. Oh, Alter, geh doch einfach weiter. Nein, oh, ich bin zu dämlich. Ich bin zu blöd, ne? Oh, Und jetzt sind die alle wieder am Leben. Oh, nee. Oh, ist es wirklich wahr? Oh, fick dich doch einfach. Nee, hab ich doch jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Hier. Und da, hier. Oh, verreckt, sterbt einfach alle. Ist mir egal. Oh, hier komme ich wieder nicht weiter. Hier auch nicht. Oh. Es ist zum Kotzen. Ich habe für sowas echt keine Nerven. Ich habe absolut null Geduld für sowas. Ohne Mist. Das ist einfach, das ist nichts für mich, sowas. Absolut nicht. Wenn ich wenigstens gleich tot bleiben würde. Nee. Komm, dreh dich einfach um. Du kannst
die Viecher auch wirklich nur da drüben ablenken, oder? Oh, jetzt sag mir nicht, du hast mich schon gesehen. Ach, da kann ich nicht vorbeirennen. Willst du mich rollen? Er ist noch abgelenkt. Oh, hat er mich jetzt gesehen? Ist das dein Scheiß Ernst? Und alle Beete da. Alle verkackte Beete da. Jetzt aber auch echt nicht weg, ne? Oh, geh doch einfach. Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh. So. Okay. Einen hab ich noch. Wo ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr habe hier. Du musst die töten. Du kommst nicht vorbei. Ich wollte schon dreimal drum rumlaufen. Vergiss es, kannst du nicht. Kannst jetzt hier nicht gerade auslaufen, weil wir trotzdem nach rechts müssen, ne? Wachst du jetzt ja nicht. Rick. Alter, das ist fucking nervig. Ohne Mist. Weil du kommst hier echt. Hä? Ist doch hier lang gekommen? Oh, ist nicht dein Kacken Ernst. Willst du mich jetzt verarschen? Ich wäre jetzt doch lang gekommen. Verarsch mich! Jetzt umsonst getötet. Oh nee, oder? Ich hätte jetzt hier lang gehen können, oder was? Oh, suck it, Alter. Und oh. Mm. Nee, das hätte ich mir jetzt sparen können. Oh, ich hasse mich gerade ein bisschen. Oh, wo gehen wir denn jetzt bitte hin? Da hast Baxter? Ich hätte den hier sein sollen, der dich nicht aufhält. Wen aufhält? Ronan. Oh, guck mal, der hat's kommen sehen. Was zum Teufel ist hier los, Sohn? Wieso hast du das getan? Warum die Hexen von Zersetzer zurückbringen, all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Ja, wenn der schon die Frage stellt, ist das nicht. Ich bring noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Boah, Alter, was lacht der? Erzähl mir sofort, was hier los ist. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder. Ja, aber echt, hey, voll Idiot. Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Schwierig mit nur eben Ohren, ne? Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Ja. Was das Druckenwahl ist, ist sie noch am Leben. Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf aus der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ja, Kinder Joy. Da freut sie sich aber. Joy war auch so was vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Wo ist der Mörder? Hat er interessiert, ob der Joy kennt? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, weil wir kämpften. Hat er das gesagt, dass wir überhaupt nicht kapiert haben? Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen. Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schwein, der würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von... Mein Werkzeug des Todes wird heute wieder morden. Mein Werkzeug des Todes?
Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise. Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen uns rauskriegen, was das bedeutet. Mein Werkzeug. Oh mein Gott, wen interessiert denn das, ob der das Mädchen kennt, Junge? Hat das Ganze mal meine Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuhören, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, das ist richtig. Hast du vollkommen recht? Du meinst die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommst? Touché. Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir denn tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an. Schmiede wieder ein Lager. Wie verrückt, Junge, wie verrückt.